Hallo, hier ist die Petra von Petras Bastel News und heute zeige ich euch mal, wie ihr Zäune bemalen könnt. Ja, wir fangen mal mit einem Grauen an. Und zwar, das ist jetzt einer zum Hinstellen. Ja, da könnt ihr jetzt zum Beispiel so die Rahmen so kleine bauen mit der Sohren. Und zwar nehmen wir jetzt da erst einmal nur ein bisschen ein Grau und ein Weiß und grundieren das Ganze jetzt erst einmal. Ich habe schon mal ein Stück angefangen, weil ich möchte euch heute einmal in verschiedene Farbtöne zeigen, dass ihr seht, wie ihr das machen könnt und auf was ankommt. So, wir machen jetzt da erst mal grau. Schauen, dass wir da nicht so viel Farbe reinbringen, weil sonst bringen wir nachher unsere Halterung nicht fest. Und wenn es jetzt so grau ist, dann gehen wir hier nehmen ein bisschen schwarz mit auf das drauf und dann gehen wir her und machen wir da so eine schwarze Schattierung drauf. Also immer da oben über die Kanten drüber. Da kann man auch da mal so ein bisschen das nachzeigen, wo so Löcher, so Astlöcher sind. Ja, so. Und jetzt wollte ich euch mal das zeigen, wie das geht. Und zwar hat dieser Halter da so ein Teil drin. Für was ist denn das überhaupt? Jetzt zeige ich euch mal, für was das ist. Und zwar, wir cutten das da raus. Einmal. Da hat schon geblickt. Der eine Seite habe ich schon mal abgemalt. So, dann malen wir die andere Seite noch an. Und dann zeige ich mir, wie man das zusammenbaut und wie das zusammenkehrt. So, die Halterung ist jetzt dafür da, dass ihr da hinten was reinstecken könnt. Und zwar drehen wir das Ganze jetzt erstmal um. Machen da ein bisschen Kleber hin. Machen wir rechts, am links. Beim einen habe ich es jetzt drinnen lassen und beim anderen habe ich es rausgekattert. Schaut so, dass die Bügen ein bisschen mit angemalt sind, weil das schaut immer schöner aus, wenn es dann doch einmal zum Sehen ist, dann mache ich das immer mit an. Und zwar wird jetzt so ein kleines Vogelhäusl vorbereitet und das können wir jetzt da hinten mit einkleben. Machen wir da ein bisschen Kleber drauf. So. Jetzt seht ihr das. Jetzt hat das hinten praktisch das Vogelhaus als Halterung. Ja, genau so, dass man es sieht. Und dann seht ihr das besser. Ja, das war jetzt einmal eine Grau-Variante. Jetzt zeige ich euch noch, wie die Braun-Variante geht zum Beispiel. Ihr nehmt also jetzt da mal Braun her, jetzt das Ganze so grundieren. Und dann jetzt einfach ein bisschen Wasser mit dazu, dass ihr ein bisschen einen helleren Verlauf kriegt. Dann habt ihr nämlich schon gleich eine Schattierung drin. Machen wir da vorne wieder ein bisschen dunkler und dann nehmen wir wieder einen Tropfen Wasser dazu und verwaschen das Ganze. Man sieht schon, da könnt ihr auch schöne Schattierungen machen. Könnt ihr natürlich auch hergehen, könnt ihr jetzt noch mit ein bisschen Schwarz da so ein bisschen absetzen, weil so ein alter Zaun ist ja eher immer ein bisschen so mehrfarbig schattiert, der ist ja nicht so uni. Ja, und da könnt ihr jetzt schön hergehen und könnt das so verschiedene Farben Varianten machen. Jetzt zeige ich aber noch die grüne Variante an, wie es bei der geht. Da seht schon, jetzt habt ihr einen richtigen schön schattierten Holzzaun. So, beim Grün machen wir es jetzt so, ich mache es erst einmal ein bisschen hellgrün mit einem Weiß auf ein Schwämmler drauf und dann zeige ich das erst einmal so rüber. Wenn es natürlich jetzt das flach aufklebt, braucht es die Kanten nicht unbedingt ummalen. Aber wenn es natürlich jetzt das hinstellen wollt, dann male ich immer die Kanten auch mit um. Also ihr seht schon, das geht ganz einfach. Da kann man dann auch wieder da innen nochmal ein bisschen so einen dunkleren Schatten reinsetzen. Ja, so dass das schön ist. Und wenn der Ganze jetzt dunkel werden soll, habe ich schon mal hinten angefangen, dann malt es einfach einmal dunkelgrün mit ganz wenig hell Grün dazu, sodass das ein bisschen schon als in sich Schattierung hat, dass die Farbe nicht ganz so uni ist und dann gehen wir her und machen wir mit dem Dunkelbraun zum Beispiel jetzt den Schatten. So,
So könnt ihr natürlich auch die Brücken und die Sachen alle ummalen. Also ihr seht schon, da kann man ganz tolle Sachen machen. Jetzt zeige ich euch noch kurz, wie ihr dann Schnee drauf machen könnt, wenn ihr das Ganze im Winter gestalten wollt. Wo habe ich denn mein Tablett? Dann nehme ich mein Tablett einmal rauf. Und zwar machen wir das direkt aus der Tube raus, tragen wir das auf. Und zwar gehen wir mal her und dann jetzt da einfach da oben so einen Schnee aufsetzen. Also überall da, wo da halt hängen bleiben kann, der Schnee. Ja, schaut es mal ein bisschen in die Natur aus, dann seht ihr das besser. Ich schaue mir einmal die Sachen erst in der Natur an. Wie schaut denn das aus? Da ist zum Beispiel da an der Seite vielleicht einmal noch ein bisschen ein Schnee hängen geblieben. Ja. Und wenn ihr das jetzt Ganze nur ein bisschen glitzern wollt, zum Beispiel, dass das eben richtig so einen Schneeglitzer kriegt, dann könnt ihr es auch gut mit Deko-Eis zum Beispiel machen. Das wird jetzt gleich direkt in die nasse Farbe einstreut. Und dann glitzert das Ganze nach Schnee. Dann tun wir mit auch noch ein bisschen. Also ihr seht schon, da könnt ihr schon schauen. Man kann natürlich jetzt dann da unten auch einen Schnee mit drauf machen, weil das liegt ja vielleicht der Schnee jetzt schon, bevor ihr es irgendwo drauf klebt, dann habt ihr das schon gleich fertig, das Teil. So, also Schnee nie so gleichmäßig, weil der bleibt immer mal hier, mal tiefer liegen. Und dann nehmen wir jetzt unser Tablett her. Dann noch unser Deko-Eis drüber schütteln. Ich mache das immer mit dem Tablett und was drunter. Und wenn ihr einmal ganz genau schaut, dann seht ihr jetzt auch diesen Eiseffekt. Seht ihr es? Ja? Dann kann man das wieder trocknen lassen und dann kann man es erst aufkleben. Ja, ihr könnt natürlich mit den Farben auch Pünktchen machen und Schneepünktchen. Das zeige ich euch dann beim nächsten Mal. Viel Spaß beim Basteln, eure Petra.